Liebe Freunde der Freiheit, einige von euch haben sich schon gewundert, warum ich kein Update mehr für den heute Abend geplanten Bauernprotest gepostet habe. Das hat den Hintergrund, dass die Regierung es offensichtlich mit der Angst vor der Effektivität dieser Aktion zu tun bekommen hat und deswegen die Stasi, ich meine natürlich den Staatsschutz, in die Wege geschickt hat, um hier Druck auszuüben, ganz konkret eine Gefährderansprache mit mir durchzuführen. Offensichtlich war meine Telefonnummer die einzige, die sie gefunden haben, denn sie haben mir einfach mal unterstellt, ich sei der Versammlungsleiter für da irgend so einen Sammelort oder Organisator, keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind. Schließlich habe ich, wie in den letzten Fällen auch, nur darüber berichtet, was dort passiert und werde das natürlich auch diesmal tun. Das heißt, ich lasse mich davon nicht unterkriegen, werde mich heute Abend trotzdem auf den Weg Richtung Berlin machen, um darüber zu berichten, was dort alles passiert. Den Flyer, ja, den habe ich auch nur aus einer der vielen WhatsApp-Gruppen, wo die Landwirte ihre Aktionen publik machen und teilen, und habe ihn eben weitergeleitet, so wie bei den letzten Aktionen auch, in der Annahme, dass die genauso organisiert sind und angemeldet waren wie bisher fast alle Aktionen. Ich glaube, außer der letzten waren die alle regulär angemeldet. Und von daher macht es jetzt keinen großen Unterschied, ob ich den noch in meinen Kanal stelle oder nicht, da er in allen möglichen WhatsApp-Gruppen sowieso herumgeistert. Ich lasse mich von diesem Versuch jedenfalls nicht einschüchtern und werde heute Abend wieder davon berichten. Auch wenn man mir garantiert wieder irgendwas vorwerfen wird, wie die letzten Male auch schon. Da war ich mitten in einem Vorgespräch für ein Interview. Und da kam plötzlich auch ein Polizist um die Ecke und meinte, weil ich hier mit Menschen reden würde, wäre ich der Organisator. Also das ist so eine fadenscheinige Aushöhlung des Presserechts. Hier wird wirklich versucht, überall einfach nur Druck aufzubauen. Daran merkt man einfach, dass denen der Arsch auf Grundeis geht. Und wie wirkungsvoll diese Aktionen sind. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute Nacht darauf zu sehen, was da wo passieren wird. Und bin natürlich mit der Kamera wieder dabei.